Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker hier auf der Isla Binocula oder wie auch immer sie sich schimpfen mag. Und nun wagen wir uns an ein neues Minispiel heran, wie wir es vorher noch nicht gesehen haben. Und ja, es ist hier oben gleich schon. Ich schaue allerdings vorher noch, ob es hier vielleicht nicht irgendwie noch was gibt. Nö, nur Geld, ne? Und hier könnte man jetzt auch hoch und da schön. Okay, hier sind uns weltliche Fehlenkoordinaten angezeichnet. 5 Rubine. Alles schon gut, aber okay, dann gehen wir jetzt doch hier hoch. So. Dann wollen wir mal. Und oh Schreck. Wen haben wir denn da? Hi auch. Nein, schon in Ordnung. Doch. Sag mal, hältst du dich eigentlich für einen gnadeten Schützen? Eine Runde macht 50 Rubine. Na, leistest du den Spaß? Ja, Spaß muss sein. Na, ach so, na also dann. Boah, was hat man dazu? Du hältst dich also für einen guten Schützen, so, so. Und sah ich auf, schneiderischen Text, schmetterst du also uns Piraten entgegen, die wir nicht mal bei einem weinen Kind mit der Wimper zucken? Du wächst mein Interesse, Bürschchen. Wenn es dir gelingt, die 5 Randschiffe davon zu versenken, dann will ich dir zugestehen, kein schlechter Schütze zu sein. Mehr als 10 Schuss hast du für diesen Unterfangen aber nicht. Klar. Ja. Ich hab's kapiert. So, mit Joystick lenken und mit A schießen. Wenn es dir gelingt, alle 5 Randschiffe zu versenken, dann wird es den Schatz haben, den wir neulich gehoben haben, ne? Also gut, dann bist es. Kapiert. Schön. Das ist nun, naja, wie will man es nennen, Schiffe versenken 3D. So, ich versuche jetzt mal erstmal den ganz hinteren abzuknallen. Versenkt. Dann den da. Der müsste bei etwa 40 Grad liegen. Mal schauen. Viel zu weit. Machen wir mal 36. Versenkt. Der müsste etwa das gleiche haben. Aber der müsste etwas weiter vorne sein, ja. Ja. Machen wir mal 34. Komm schon. Zu weit. Machen wir erstmal den da. Der wird wahrscheinlich... Ich probier's mal mit 39. Das ist sogar zu weit. Ach du Scheiße, du mach mal 38. Schluck. 37, komm schon. Na, dann wird's nichts mehr. 35. Wie tief? Wie weit ist der vorne? Komm schon, noch versinken. Nö. Kein Bock. Supi. Du hörst aber leid. Mach 50 Rubine. Oh, okay. Boah. Und das soll man mit aufnehmen? Das ist eine Lache. Ja, chill. Probier's dann nochmal. Was echt? Ja, es gibt immer eins, das ist ganz hinten. Das ist wieder so ein 30er. So, probier's erstmal mit so einem Stützwert von 35. Das war knapp. 36. 37. Was zum Teufel? 39. Versenkt. Das ist ein 40er. Komm schon. Okay, das ist 45. Ungefähr. Auch nicht. Probieren wir mal 47. Und das kann ich schon wieder vergessen. 48. Ah, versenkt. Versuchen wir den ganz vorderen zu treffen. Das könnte ein 35 sein. Wohl nicht viel weiter vorne.
probier mal, wie weit kann man eigentlich runter? 15, oh Gott. 30! Oh, das ist sogar ein 30er. Ja, eins nicht getroffen. Tut mir jetzt aber leid. Darf ich dich nochmal abzocken? Ja, wenn's so ist. Bald brauchen wir keine Schätze mehr zu holen, weil du bezahlst es schon. Leider. Das ist so ein 48er. Das sehe ich ein bisschen her. Dann ist es ein 45er. Auch nicht. 42. Sehr versenkt. Schön. Nee, der ist weiter vorne, oder? Ja, viel weiter vorne. Probier mir 30! Versenkt! Der wird etwa das gleiche haben. 28, schätze ich mal. Der ist weiter hinten. 29. Und bei dem probier ich jetzt nochmal mit 30. Yes! Nice job, bitch. Aber so leicht lasse ich dich nicht mit unserem Schatz davon kommen. Captain, Captain, kommen Sie mal. Ganz so, du rühmst dich doch, zu meiner Bande zu gehören, oder nicht? Also mach dir bloß keine Schande. Alle Achtung, Kleiner, so eine saubere Vorstellung. Hier, der versprochene Schatz. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist schon mal unser erstes Herzteil für den nächsten Herzcontainer. Ja. Die leider bringt dich runter und vergiss nichts. Ja, okay. So, ach so, ich muss jetzt zu meinem Schiff hinschwimmen. Okay. Ja, das war jetzt auch ein ganz lustiges Minispiel. Viel lustiger als jedes andere Schiff versenken, wie ich finde. Ja, das ist wirklich ein Spiel, wo man Gefühl braucht und nicht unbedingt Glück. So, jetzt aber geht's darüber zur Mutter- und Kindinsel. Schau mal. Okay. Wir müssen mal irgendwann das ganze äußere Ecke abfahren, wenn ihr das hier so seht. Ja, definitiv. Oh Gott, ich habe am Rand fast gar nichts. Die Insel werden wir heute auch noch kennenlernen und die wahrscheinlich auch früher oder später und die beiden Inseln irgendwann auch schon noch. So. Dann geht's jetzt darüber. Obwohl, hier war doch jetzt ein Wirbelsturm, oder? Oh ja, da war er doch. Haben die Karte schon eingezeichnet von der Insel? Ja, das ist die Mutter- und Kindinsel. Das ist aber schön, dann muss ich sie schon mal nicht mehr bezahlen, mein lieber Neptunus. Und nehme meinen Bogen zur Hand, weil ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist das das Mittel, was wir gegen Zyklos verwenden können. Vorher werde ich mich aber noch mit jemand anderes auseinandersetzen, und zwar mit dem hier. Hi! So, wer bist denn du? Ich bin ein fliegender Händler, der die Welt umreist, immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Ich ging davon aus, dass wir auf dieser Insel fantastische Reichtümer zu finden und kam aus weiter Ferne mit einem Floß hierher. Ich glaube, mir sind einfach zu hoch. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wie ich dir auf die andere, wie ich auf die andere Insel gelangen könnte. Aber plus Reichtümer mit der Posttasche, da vermute ich doch gleich mal so manchen Schatz. Also, falls das vielleicht etwas Passendes bei ist, man gut an einem Stand verkaufen könnte. Warum machen wir dann nicht einfach ein kleines Tauschgeschäft? Ich habe nämlich vor, eines Tages meinen eigenen Laden aufzumachen und bin jetzt sozusagen gerade in der Akquisitionsphase, falls du verstehst, was ich meine. Nö. Warum zeigst du mir nicht einfach irgendwas? Dann können wir ja weitersehen. Ja, okay, viel zur Auswahl habe ich sowieso nicht, aber wie wär's damit? Hm? Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume.
Na, was sagst du? Boah, lass uns tauschen. So, jetzt müssen wir uns allerdings noch über eine kleine Bearbeitungsgebühr unterhalten, die ich leider von dir verlangen muss. 20 Rubine werden in diesem Fall wohl reichen. Boah, okay, Josse. Besten Dank, gut, ich gebe dir jetzt einen Teil des Handels. Also streck bitte deine Hand aus. Sehr schön. Sie verströmt den Duft des weiten Meeres und der exotischen Ferne. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie es sich gut machen würde, Willem? Ja, okay. Ja. Großartig, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt. Und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meinen wahnsinnigen Stand in Portemonnaie liefern lassen. Immer wieder eine Freude. Sehr schön. So, damit haben wir unser erstes Tauschabkommen bewältigt. Und so funktioniert es. Es gibt, glaube ich, 4 Inseln mit solchen Fliegenhändlern. Und da kann man halt immer seine Sachen eintauschen. So lange, bis man eben das Mega-Geschäft schlechthin gemacht hat. Und ja, Zyklus, es wird Zeit, dass wir uns eine Revanche liefern. Jetzt geht's zur Sache. Jetzt oder nie. Ich mach dich so kalt. Dafür, was du mir in dem einen Part angetan hast. Nein, ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Das ist nicht wahr. Komm schon noch einmal. Ich hab ihn! Yes! Na, was sagst du jetzt? Wirklich imponiert, Junge! Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine sturmschnellen Bewegungen zu durchschauen. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber bist du auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Hm, was könnte das nur bedeuten? Damit haben wir ein weiteres Lied. Du hast den Kanon des Sturmes erlernt. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du also schnell wie der Wind das große weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen nicht hin zunutze. Ich mache mich wohl besser auf den Weg nach Hause. Du wirst der Wind mit dir sein, Junge. Ja, wenn das so ist. Dann haben wir hiermit unser Warp-Lied, Freunde. Ja, und damit können wir uns nun teleportieren. So. Was uns das jetzt genau bringt, seht ihr hier. Wir können uns nun zu diesen ganzen Inseln warpen. So. Okay. Wir fangen mit dieser Insel an, auch wenn das beknackt ist, weil wir eigentlich schon bei der Insel sind. Aber ihr werdet gleich sehen, das bringt uns was ganz anderes. Und wer kennt dieses Lied, hä? Ich werde es euch gleich sagen, nachdem wir ein episches Geschenk bekommen haben. Denn wir sind hier bei einer Feenquelle. Kind, dass du die Winde erwächst. Beachtlich, dass du diesen Ort hier finden konntest. Ich bin die Königin aller Feen. Ich habe dich bereits erwartet, aber noch ist es zu früh für dich, mich zu treffen. Ich weiß davon, ach so. Schön, ich muss später wiederkommen. Alter, wie viel erst... Oh, dann halt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Quest kann man erst dann machen, wenn man... Na, vergesst. Gut, aber ich will jetzt nach Preludie. Da darf ich doch hin, oder? So. Ja, das ist das Menuett des Waldes, falls ihr es nicht erkannt habt. Aus Zelda OOT. Zumindest ein Teil davon. Das ganze Lied klingt natürlich etwas anders. Und oh Gott, bin ich immer noch weit von der Insel weg. So, Vater Orca müsste allerdings auch nachts da sein. Denn, ja, wir haben jetzt immerhin alle 10 Ritterwappen.
Nein! Ich will die epische Musik behalten. Oh, dann halt nicht. So. Rein hier. So, das Geschenk will ich jetzt nämlich noch vor der verwunschenen Bastion bekommen. So, also. Da ist der. Oh, ich muss näher an ihn ran. Okay, wie du meinst. So, jetzt aber. Gut. Es scheint, die Zeit ist nunmehr reif, dir über diese Wappen zu erzählen. Die Ritterwappen erstreitet man nicht nur durch Stärke. Nur wer zudem noch Wissen und Mut zu seinen Tugenden zählt, vermag sie zu erringen, weiß ich als Ritter würdig. Und demjenigen, dem es gelingt, 10 Stück von ihnen zu sammeln, wird Gabe zu sein, die ultimative Schwerttechnik erlernen zu können. Mein Bruder und ich waren in unseren jungen Jahren voller Ehrgeiz und Andrang und setzen wir uns sie daran, 10 Ritterwappen zu sammeln. Doch trotz unserer unermüdlichen Anstrengungen waren unser beider Leben noch lange nicht genug, stolze 10 Stück zu erstreiten. Doch du bist auf dem besten Wege, dir jene Gabe anzueignen und in die höchsten Sphären der Kunst des Schwertkampfes vorzudringen. Ich weiß, du kannst es schaffen. Gut, Link, befolge meine Anweisungen. Ja, wir kriegen jetzt nämlich eine episch neue Schwerttechnik. Drücke B, sammle deine Kräfte und lass danach los, wenn du dich in meine Richtung untersuchst. Wie du meinst. Jetzt lädt sich nämlich unser Schwert bei der Wirbelattacke auf und dann können wir das hier machen. Gut, das sieht jetzt etwas crazy aus, aber damit haben wir die große Wirbelattacke erlernt. Halte B gedrückt, sammle deine Kräfte und räume ordentlich auf. Allerdings verbraucht diese Technik magische Energie, also nicht übermütig werden. Ganz ausgezeichnet, Link. Dass ich das noch erleben durfte, das ist sie also, die legendäre große Wirbelattacke. Ich danke dir, du hast den langjährigen Traum meines Bruders und von mir erfüllt. Ich kann meine Tränen der Freude kaum unterdrücken. Damit glaube ich, mein Tränen seien mir bereits zu einem langen versiegt. Es gibt wirklich nichts mehr, das ich noch lernen könnte. Ich glaube tief und fest daran, dass es dir gelingen wird, Ariel zu retten und mit ihr zurückzukehren. Ja, Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's dir gezeigt. Ja, okay, chill. Ich hab's dir gezeigt. Ich hab 10 Ritterwappen. Ich war in Schloss Hyrule. Da gibt's mehr als genügend davon. Kannst auch mal mitkommen. So. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ach. Gut. Dann hätten wir das. So, dann geht's jetzt nach Portemonnaie. Und so. Dort werden wir dann ihm die Meeresblume übergeben, dem Suitsunari. Allerdings, naja. Beziehungsweise, weiß gar nicht, ob das jetzt schon geht. Wir müssen mal schauen. So. Ein bisschen näher ran. Danke. Und dann kommen wir jetzt hier hin. Muss allerdings Tag sein, natürlich. Schön. Okay, ich lasse es. So. Na, wie sieht's aus? Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag. Ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Ich will nicht shoppen, du. Ich will was bekommen dafür, dass ich dir deine Ware gebracht habe. Ja, es ist wahr. Laufen treffen neue Waren bei mir ein. Dank des Handelsabkommens, die du für mich geschlossen hast, wächst und wächst mein Sortiment, aber immer noch weiter so. Man kann gar nicht genug Waren haben. Ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Alter! Ich dachte, ich krieg hier was für, wenn ich dir eins bringe. Oder muss ich das dir zeigen? Nö. Boah, schön. Oh, Mensch. Ich
Ich dachte, ich krieg was von dir. Oder muss ich nochmal mit dir reden? Du bist ein Arschloch. Wieso gibst du mir nichts? Mensch. Jetzt läuft echt alles schief. Na gut, die große Wirbelattacke habe ich. Aber das war's dann auch schon wieder so. Dann geht's jetzt nach Ichthusk. So. So, wenn man da überhaupt hin kann, oder? Ja, nach Ichthusk kann man. Die Insel ist allerdings mittlerweile natürlich nicht mehr verflucht. Da kann man jetzt auch einfach suchen. So. Sehr schön. Und jetzt ist überhaupt die Insel da vorne, ist sie. Können wir auch dort ein Handelsabkommen schließen, denn auch auf Ichthusk gibt es einen fliegenden Händler. Man glaubt es kaum. Das ist allerdings wirklich so. So. Ich muss ihn nur noch finden. Ich habe sogar schon wieder vergessen, euch das Easter Egg zu zeigen, was es bei denen gibt. Aber hier ist er sogar. Pach. So, rede mit mir. Ach so, stimmt. Ich muss ja ihm erstmal... Was? Ach so, ich habe sogar was. Da ist er. Hab's ja ausgerüstet. Das ist ja eine Meeresblume. Dafür gebe ich dir eine Zypernblume. Und was sagst du? Ja, lass uns tauschen, ne? Aber eine kleine Bearbeitungsgebühr wäre nicht schlecht. Ja, wie steht's mit 25 Bienen? Ja, okay. Damit haben wir die Südwindblume erhalten. Eine frisch duftende Blume, die in südlichen Gefilden wachsen soll. Ist dein Plan? Ja, okay. Ja, ja, ja. Und nochmals. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, der labert immer wieder das Gleiche. So. Dann beende ich hier den Part. Moment mal, ja stimmt. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und da geht es dann Richtung Norden weiter. Ich drehe allerdings schon mal den Wind. Nein. So. Meine Fresse. So. Und verabschiede mich damit. So. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.